läuft anders bei uns Frauen, das sage ich dir mal. Ich habe einen Kumpel, der auf Mallorca immer mal wieder ist und der den Satz, hola, de donde eres, den bringt er immer. Woher kommst du? Das ist sein Satz, den er immer bringt, wenn er in der Bar wird, nur verarscht von unseren männlichen Kumpels, weil er immer de donde eres. Ist halt immer das müssen wir als Deutsche sprechen können. Mhm. Wir gehen natürlich heute den Schritt weiter, denn wir haben eine Sache gestern festgestellt in der Diskussion. Die meisten sind begeistert, haben gleichzeitig exakt das gleiche Level an Angst davor, weil wir nicht wissen, was kommt da jetzt eigentlich. Und deswegen heute auch wieder großes Thema. Was bedeutet das eigentlich und wie schnell entwickelt sich jetzt künstliche Intelligenz weiter und was machen wir damit? Was werden wir in 2, 3 Jahren als normal erleben? Ja. Wo ist sozusagen künstliche Intelligenz in den Startlöchern und wird unser Leben total verändern? Und was sind die Gefahren, mit denen wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auseinandersetzen müssen? Wenn das möglich ist. Absolut. Aber wir haben richtig gute Laune. Wir werden heute Ofenkartoffeln machen. Ich habe richtig Hunger mitgebracht. Ja, der kommt aber erst um 9:30. Ist also, egal. Ja, da kann ein bisschen warten. Wenn ich bis dahin nicht an Hunger gestorben bin. Ja. So, ich war tatsächlich mal in Japan im Urlaub machen, habe den Wetterbericht gesehen. Ich habe nichts, also unabhängig davon, dass du hast man nichts verstanden. Nein, aber es war so viel Bildinformation, dass man gar nicht wusste, auf welches Symbol soll ich überhaupt gucken. Ja. Es war hier ein Band, da ein Band, hier ein Foto, da 7 Grafiken und in der Mitte war so ein ganz kleines Köpfchen, das irgendwas über Wetter gesagt hat. Ist ja witzig. Ja. Ja. So sind die Dinge anders. Bei uns lernt man ja schon in der Schule, wie alles zu sein hat. Smudo war auch mal irgendwann in der Schule, ist natürlich schon ein bisschen Zeit vergangen und trotzdem muss der Rapper jetzt